Vorbereitungen für einen weiteren Tag auf der Piste. Henrik May säubert und wachst Skier. Doch sie kommen nicht in seiner Heimat Thüringen oder in den Alpen zum Einsatz, sondern nahe der Atlantikküste in Namibia. Hier gestaltet sich das Skifahren zwar ungewohnt, aber die mehrere hundert Meter hohen Dünen in der Wüste sind ein ideales Terrain. And in the beginning. Am Anfang haben die meisten Leute, denen ich davon erzählt habe, gesagt, was machst du hier, bist du verrückt? Aber es ist nicht verrückt, es ist kein Witz. Die Kombination aus Extremsport und extremer Kulisse lockt jährlich über 1 Million Touristen nach Namibia. Davon profitiert auch die Wirtschaft des Landes. Für leidenschaftliche Skifahrer wie diese Gruppe aus Deutschland ist die Abfahrt im heißen Sand die perfekte Vorbereitung auf den europäischen Winter. To stand up at the hill on the top. Wenn man oben auf dem Gipfel steht, kann man die ganze Wüste überblicken. Sie erstreckt sich vor deinen Augen. Und wenn man losfährt, ist es sehr steil. Es ist perfekt. Es ist ein tolles Gefühl. Zuerst hat jeder Angst, aber nach einer Weile, wenn man unten ankommt, hat jeder ein Lächeln auf dem Gesicht. Die Spuren im Sand werden zwar rasch vom Wind verweht, aber die hier lebenden Tiere werden durch den Skibetrieb dennoch gestört. Deshalb gibt es Pläne, den Zugang zu den Dünen zu beschränken. Mit großen Zuwächsen beim Wüstenskifahren ist nicht zu rechnen. Ohne Lifts ist dieser Sport nur etwas für Hartgesottene, die bereit sind, die Dünen heraufzukraxeln, um bei der Abfahrt den verdienten Adrenalinkick zu haben. Aber nach den ganzen Strapazen winkt stets der Après-Ski im heißen Sand der Wüste.